die Bregenzer hier in Gelb in der ersten Hälfte von rechts nach links und in den weißen Trikots und schwarzen Hosen. Das sind die Gäste aus Kärnten. Die ersten paar Angriffe mit Babaskas am rechten Aufbau. Es geht. Da fällt das Tor nicht. Aber auch da muss man sagen, oh, erstes Tor gefallen. Nächstes Tor für die Ferlacher und wieder Rock Golcher, der hier auch das 1-0 erzielt hat. Na, gut gemacht. Schauen wir uns den nächsten Angriff nochmal an. Schneller Gegenstoß so. Und 3-0 für Ferlach. So schnell kann es gehen. Schönes Kreisanspiel. Aber da ist er. Den Ball hat er. Zeigt auch er mal seine Klasse. So, jetzt. Das erste Tor für die Bregenzer. Nach 8 Minuten 12 Sekunden. Mal schauen. Bregenz jetzt mit dem Ausgleich. Ja, nach dem Ausfall von Ante Isegovic. Da sollte ich noch abschließen. Adonis Gonzalez jetzt mit dem Kreisspiel, mit dem nicht angekommenen. Und Bregenz ist mit 5-3 vorne. War schön gespielt. Von Frühstück an den Kreis durchgesteckt. Ein schönes Anspiel. Sehr schön. Und auch gut verwertet. Und damit haben die Ferlacher hier den Ausgleich geschafft. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Ja, diese letzten paar Minuten vor der Halbzeit können dann psychologisch eben wirklich sehr ausschlaggebend sein. Also es ist schon ein Unterschied, ob man da unentschieden -1 oder -3 rausgeht. Wieder schön gemacht. Und wieder war es Alexander Wassel. Die Bregenzer in Gelb beginnen da jetzt mit Nico Schnabel und Luka Vukicevic im Rückraum mit der 99. Den hatte Goran Aleksic ja am Krawattel, wie man so schön sagt, zum Ende der ersten Hälfte. Die Bregenzer haben jetzt natürlich auch keinen Stress mehr, spielen ihre Angriffe da sehr überlegt und geduldig aus. Am Ende war es hier jetzt Frühstück. Ja, und die Ferlacher werden natürlich in dieser Schlussphase auch einen starken Torhüter brauchen, wenn sie hier nochmal... Also jetzt Goran Aleksic wieder mit einer Parade. ...was holen wollen. Bei 22:16 und 12 Minuten zu spielen. 23:16, ich korrigiere. So, du hast es vorhin schon gesagt, Florian Strisnik jetzt im Tor bei den Ferlachern. Mit der Parade jetzt hier. Genau. Gonzales, so, jawohl, da ist er. Marschiert da durch. Sehr schönes Tor von Adonis. So, und das war's hier in der Arena Riedenvorkloster. Was für ein deutlicher Sieg hier für die Bregenzer. Markus Burger und seine Mannschaft gewinnen nach 3 Runden, in denen es zuletzt keinen Sieg gegeben hat, hier heute mit 32:19, also +13. Für die Bregenzer. Wer hätte das gedacht? Ja, also die Deutlichkeit dieses Ergebnisses ist mit Sicherheit eine große Überraschung. Ist ja auch, glaube ich, der höchste Sieg dieses Jahr, wenn mich nicht alles betrifft, diese Saison. Absolut. Auf jeden Fall.